Herzlich willkommen zu einem Promi-Geflüster hier in Winnenden. Winnenden ist jetzt eigentlich nicht unbedingt die Heimat meiner heutigen Gäste. Sie sind jetzt hier nur zu Gast, weil die Plattenfirma hier ihren Sitz hat. Ich sage hallo und herzlich willkommen in die Runde, die Hollerstauden. Servus zusammen. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, wir müssen nachher ein bisschen dichter rankommen, das geht schon, kriegen wir alles hin. Ich habe jetzt zwei neben mir, namentlich die Eva. Also da kann schon mal nichts schief gehen. Und mit Vera, glaube ja, das kriegt man auch auf die Reihe. Jetzt in den nächsten 5 bis 10 Minuten plus minus mit unserem Interview. Ja, die Hollerstauden. Wo seid ihr zu Hause und wie kommt es zu dem Namen? Wir sind zu Hause in Hollersbach, im Pinzgau, im Salzburger Land, Österreich. Und der Name ist so entstanden, weil bei uns gerade in Hollersbach, da sind wir gebürtig her, alle drei, und da wachsen sehr viele Hollerstauden, also Holunderbüsche. Okay. Und da fühlen wir uns wohl, da kämen wir her und so ist der Name entstanden. Sehr gut, sehr gut. Also schon haben wir das Geheimnis quasi gelüftet, genau. Jetzt seid ihr mir aufgefallen in Videos auf YouTube, wo er im Auto sitzt und einfach auch die Instrumente rauszückt. Jetzt muss ich ganz kurz ein bisschen auf Kollegen vielleicht abfahren. Deschowieder, war das so ein bisschen der männliche Part, wo ihr abgekupfert habt? Nein, wir haben nicht abgekupfert, sondern es war eigentlich nur so eine spontane Idee, dass wir das im Auto machen. Wir waren auf dem Weg zu einem Auftritt und aus Zeitproblemen machen wir das doch am besten gleich im Auto. Okay, alles klar, ne, weil bei denen ist mir es nämlich auch schon aufgefallen, genau. Aber hat der wirklich gut Erfolg gehabt und gut eingeschlagen. Jetzt, wenn man es aus dem Hut zaubern würde, wir haben jetzt keinen drüber, sondern hier haben wir die erste CD von euch. Aus dem Hut gezaubert, so heißt sie auch. Und was sind für Titel, die ihr so macht? Das war darüber gefallen. Also wir machen kunterbunt, also es sind viele Lieder von uns selber geschrieben drauf. A Boogie, a Tango, genauso Jodler, also richtig vielfältig, damit man alle Sparten zeigen kann. Ja. Das, was wir können und gerne machen eigentlich. Okay. Ja. Sehr gut. Und wie lange seid ihr jetzt da schon musikalisch unterwegs? Gut, im Trio jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz so lange, aber so jeder für sich? Vier Jahre so, ja. 4 Jahre im Trio? Ja, genau. Und davor, wie seid ihr da schon musikalisch aktiv gewesen? Ja, wir sind zusammen in die Grundschule schon gegangen und haben da schon musiziert. Bei einem Musical haben wir 3 tragende Rollen gehabt und haben uns dann aufgrund von Berufen und Familiengründen natürlich aus den Augen ein bisschen verloren. Aber die Liebe zur Musik hat uns dann wieder zusammengeführt. Und das ist doch das Schöne dann eigentlich, dass man da den Musik, den Zusammenhalt dann einfach wieder sich zusammenfindet. Ne? Genau. Ja, jetzt natürlich mit der ersten CD. Wann ist die jetzt hier wirklich ins Leben gerufen? Wenn man es aus der Stadelposte nimmt, das war ja ein großer Wunsch von euren Fans auch. Ne? Ja, und wir sind so oft gefragt worden, wann ist es endlich soweit? Und ja, das war eine Meisterleistung. Es ist, wir haben ja 7 Kinder nebenbei oder halt eben. Und insgesamt oder jeder? Nein, insgesamt. Und das muss man wirklich gut koordinieren dann alles. Also es ist ja nicht so, dass man dann einen Tag ins Tonstudio geht und das dann alles fertig ist. Es braucht schon Zeit und wir haben, wie die Vera schon gesagt hat, viele Titel selber geschrieben. Und um das alles zu arrangieren und so, das und die Instrumente einzuspielen, jeden Gesang, die Backup-Chöre, braucht seine Zeit. Wir haben es geschafft. Sehr gut, Glückwunsch dafür. Glückwunsch, genau. 7 Kinder, wie alt sind die so von bis? Von 10 bis 2. Von 2 bis 10. So, ja. Genau. Okay. Was sagen die dann, wenn die Mütter dann jetzt doch vielleicht häufiger unterwegs sind, auch internationaler eventuell, also Deutschland, Österreich, Schweiz nehme ich mal an? Ja, die Kinder haben ja auch Gott sei Dank Väter. Und die, also wir sind ja oft am Wochenende unterwegs oder abends und das lässt sich eigentlich so super vereinbaren mit Familie. Wir sind ja untertags am Vormittag immer für die Kinder auch da und am Wochenende sind dann die Väter auch mal als Hilfe, genau. Darf ich noch dazu sagen, meine Älteste ist ja 10 und die ist schon so ein bisschen im medialen Bereich natürlich und sagt, total super, also dass die Mama mit den Kolleginnen da bekannt ist oder sind sie schon sehr stolz, die Kinder auf uns. Ja. Sehr gut, das klingt doch sehr schön und klar, dann irgendwann werden die wahrscheinlich vielleicht auch mal in eure Fußstapfen treten, oder? Hoffentlich, ja.
Hoffentlich, ja. Das so der Wunsch, oder? Die sind die größten Fans. Die kennen die Texte, die singen mit. Also. Richtig, richtig. Genau, wie es klingt, das wird man ja nachher hoffentlich auch nochmal ganz kurz angespielt hören. Also die CD müsst ihr euch natürlich kaufen, liebe Freunde und liebe Zuschauer. Ne? Ganz klar. Gibt es jetzt natürlich in jedem Fachgeschäft, online, überall natürlich, Amazon etc., Spotify und so. Genau, die ganzen. Es geht rein an die Kinder. Für den Nachwuchs. Genau. Richtig. Ja, jetzt haben wir auch im Vorfeld hier schon 3 Anläufe benötigt, dass wir uns mal hier sozusagen treffen. Aber gut Ding. Alle guten Dinge sind 3, heißt so schön. Jetzt beim 3. Mal hat es endlich funktioniert. Es waren natürlich immer, klar, private Situationen. Und da haben wir natürlich auch Verständnis dafür. Das ist ja gar kein Problem. Dann wünschen wir euch auf alle Fälle einen ganz tollen, weiten Weg, dass ihr da gut vorankommt. Gerade in der heutigen Zeit, wo es ja mit der Volksmusik oder, ich denke mal, da werdet ihr euch dann schon auch ein bisschen einordnen. Volkstümlich, oder? Wenn man so das Outfit sieht. Ja, oder nein. Es ist natürlich, wir singen Deutsch. Und wir jodeln genauso und sind noch vielleicht im Dirndl gekleidet. Da ist man automatisch, wird man da mal in die Schublade mal gepackt. Aber kauft euch das Album und dann werdet ihr sehen, dass da viele verschiedene Schubladen drin sind. Also, dass jede Nummer irgendwo anders einzuordnen ist. Ja, was sind dann so eure Favoriten vielleicht, wenn man da vielleicht mal ein oder zwei vielleicht so mal ein bisschen heraushebt, den wir vielleicht mal ein bisschen eine schnellere Nummer und vielleicht auch mal ein bisschen eine langsamere. Also mein Favorit ist die schnelle Nummer. Also das klingt jetzt voll blöd. Mein Favorit ist die schnelle Nummer. Traummann. Entschuldigung. Oh. Nee, also eine flottere Nummer. Machen wir nochmal einen Cut. Oder können wir es für Outtakes verwenden? Ja, klar. Also machen wir hier nochmal einen Cut. Was sind so die Favoriten? Also mein Favorit beim Flotteren ist das Lied Traummann. Mhm. Das gefällt mir total gut. Das finde ich total schwungvoll. Das steckt mich immer an. Mhm. Und von den ruhigeren ist das das Lied Nummer 9. Das heißt Nummer 1. Also das gefällt mir ganz gut. Nummer 1. Okay. Und bei mir ist auch der Traummann. Es ist einfach so ein Boogie, so ein Mitmach-Schunkellied und einfach das Ende. Mhm. Ja, das Ende ist witzig und ja, das sind wir. So, ja. Genau. Dann fragen wir gerne darüber. Ja, das Schwungvolle ist ebenfalls der Traummann. Aber ich rede dann zur getrageneren Nummer, da ist für mich ganz besonders, du bist für mich Heimat. Okay. Genau. Heimat, genau, das ist natürlich heutzutage auch immer wieder mehr gefragter denn je. Ihr seid Heimat, so richtig Heimat verbunden? Ja. Definitiv. Fest, alles fest im Sattel sozusagen. Ja, wir genießen sehr, wenn wir ein bisschen rausschnuppern dürfen, gerade jetzt da, wo wir sind, weit weg von zu Hause. Aber Heimkommen ist immer wieder wichtig und das Schönste her. Ich glaube, das geht irgendwo jedem so. Und wenn man jetzt nochmal zum Traummann ganz kurz kommt, wer hat die Nummer geschrieben? Wer ist die entstanden? Gemeinsam. Habt ihr einen Traummann? Der sitzt direkt vor uns. Oh. Gut, okay. War der ganz rot. Sehr schön, freut mich. Nee, toll. Ja, Auftritte und wo kann man euch überall antreffen? Was steht so an in nächster Zeit? Am Freitag freuen wir uns besonders. Wir haben unsere CD-Präsentation bei uns zu Hause in Zell am See. Es ist für uns wirklich ein Highlight. Endlich ist es soweit. Ich wollte bloß kurz sagen, wenn wir natürlich ausstrahlen, ist es schon wieder rum, aber okay. Dann weiter sind wir im Advent, bei diversen Adventmärkten oder auch im Radio zu hören. Internetseite, dann denke ich mal, wird das meiste dann zu finden sein, oder? Die lautet wie? www.hollerstauden.at oder com geht genauso. Beides, okay. Na, da haben wir da alle Termine dann drin, wo ihr anzutreffen seid. Und wie es sich jetzt anhört, wie die Hollerstauden klingen, dazu würde ich sagen, bauen wir ganz kurz um, beziehungsweise ihr greift schnell eure Instrumente und dann werden wir mal ein paar Takte hören. Hm?
Ne? Ansonsten sage ich schon mal recht herzlichen Dank, dass ihr bei mir im Interview wart. Ich werde euch natürlich beobachten und bestimmt werden wir uns das eine oder andere Mal irgendwo wieder sehen und wieder treffen. Genau. Und dazu, wie gesagt, nochmal alles Gute für euch. Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke. Sehr gerne. Oh Mann, der Träume wohl.